Oh, ein neues Event. Wo war das denn? Aber da war ich doch schon drüber, oder? Den schnalle ich jetzt nicht. Aber willkommen zurück hier bei Coral Island. So. Wie im letzten Part erwähnt, müssen wir ja jetzt hier einiges erledigen. Und ja, ich sollte hier meine Geoden einpacken. Und dann erstmal hier gucken, was ich am besten verarbeite. Weil ich brauche ja Platz. Und dann brauche ich ganz dringend Honig. So schon mal nicht. In dem Augenblick ist es egal, was für ein Honig. Wichtig ist nur Honig. So. Und ich weiß hier schon einiges jetzt gerade, weil ich habe die Folge gerade schon gespielt, aber das Spiel ist dann ja mit einem Bug abgeschmiert, denn ich habe versucht, bei Ling meine Fossilien da zu verarbeiten und beim Verarbeiten der Fossilien kann es halt mal vorkommen, dass man anscheinend sich verbuggt. Moment. Achso, ich wollte gerade sagen, eben gerade wurde es nicht angezeigt, ich war nur blind. Genau, dann wollte ich jetzt noch zu Suki. Suki kurz ein Geschenk geben. Herr Truppler, woher weißt du denn, dass Suki... Ja, ich sagte ja eben gerade, ich hatte es ja gerade schon mal gespielt. Nur das Event, das war neu. Das war eben gerade nicht aufgetaucht. Aber wir waren ja schon in dem Bereich. Also wieso ist das Event jetzt aufgetaucht? Das kann mir jetzt bestimmt auch keiner sagen, ne? So, mit Suki reden. So. Erledigt. Nein. Ich darf ihr gar keine Geschenke geben. Okay. Deswegen habe ich dann einen Smoothie zu mir genommen. Ja, okay, kann man machen. Ling hat jetzt schon auf um 8. Das heißt, wir besuchen jetzt Ling. Und diesmal darf ich den Fehler nicht machen. Aber ich habe eine interessante Taste entdeckt, möchte ich nur ganz kurz anmerken. Die kann ich euch gleich mal zeigen. Und zwar die R-Taste. So einfach geht das. Darüber bin ich echt happy, wenn die eingeführt wurden, ist jetzt seit neuestem. Dann kann ich mich darüber nicht beschweren. Bin ich darüber sogar richtig, richtig happy. So, jetzt brauchen wir hier noch dieses blöde fliegende Ding. Weil vorher Janetta, war das der? Nee, ne? Nein. Eine Motte war es auch nicht. Nee. So, dann gehen wir kurz hier wieder mal ins Museum, so wie in der letzten Folge. Und stellen dann fest, alles doof. Sag doch, alles doof. Nichts zum Abgeben. Ich möchte nochmal die letzte Folge erwähnen, wo ich euch gefragt habe, soll ich die Tage durchrushen? So, dass wir schneller zum Ergebnis kommen, oder sagt ihr, ey, Troplay, mach ruhig ein bisschen offscreen. Halb so schlimm. Wo ich übrigens keine Probleme mit hätte, wenn ihr sagt, mach das. Ja, klar, dann geht ein bisschen vielleicht Content verloren. Es könnte irgendwas passieren, womit keiner rechnet. Bloß ich nehme halt dann auch nicht die ganze Zeit auf. Also es ist dann wirklich so zwischendurch so einfach klick, 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 um halt schnell nach vorne zu kommen, um halt schnell euch die Savanne und so weiter zu zeigen. Der hört jetzt auch auf. Mal gucken, ob das jetzt auch geht. Das wäre natürlich geil.
Einkaufen? Was kann ich denn einkaufen? Diamantring für einen Heiratsantrag. Oh, den kaufen wir doch mal. Okay. Da könnte das ein oder andere Interessante dabei sein. Angeboten. Angeboten. Gespendet. Bernstein habe ich noch nicht. Okay. Serpentin. Das sind jetzt schwere Entscheidungen, was ich da mache. Bin ich ehrlich, das ist echt jetzt schwer. Aber ich glaube, ich würde eher jetzt alles anbieten, damit wir so schnell wie möglich zur Savanne kommen. Brauche ich wahrscheinlich in der gesamten... Ja gut, nee, komm. Anbieten, gut ist. Vielleicht brauche ich es dann auch nicht mehr. Also erstmal nehme ich das, wo ich natürlich schon habe. Ah, das war hier, ne? Nur einer. Jade, Rosenquarz. Okay. Bernstein nicht. Serpentin, Rosenquarz und Jade sind die entsprechenden. Oh, komm. Wo kommt denn der Serpentin rein? Da, ne? Ich bin unschlüssig. Die anderen habe ich halt schon häufiger gefunden. Und den kann ich jedenfalls spenden und den auch. Nee, komm, lassen wir. Ich weiß, ich bin saudoof, aber was soll ich für meine Dummheit machen? Ich weiß halt nicht, wie oft ich den nochmal wiederkriege. Und sollte ich ihn wiederkriegen, ist es ja in Ordnung. Aber wenn nicht, dann habe ich dann eine größere Chance, die anderen Sachen da zu finden, die vielleicht mir noch fehlen. Jetzt ist es eh zu spät. Außer ich verursache nochmal einen Bug. So. Dann machen wir jetzt einfach den Heiratsantrag an. Suki. Wird die Folge jetzt mit einem Heiratsantrag sozusagen gefeiert. Antrag machen. Ich glaube nicht, dass ich schon bereit dafür bin. Wir sollten uns noch besser kennenlernen, bevor wir heiraten, okay? What? Umarmen? Ja, komm her. Zum Abhängen einladen. So. Bibliothek, Museum, Observatorium, Affenweg, Angelwald, Angelsee, Taco-Stand, Strandbereich, Gasthaus, Bibliothek. Museum waren wir ja schon. Bibliothek weiß ich jetzt nicht. Observatorium könnte schön romantisch sein. Erweitern. Nein. Privater Buchclub. Ah, 2 Stunden. Es ist schön, dass es hier immer abstürzt. Angelwald. Nee. Der springt immer nach da unten. Und ich kann nichts machen. Ich kann also nur einmal mich entscheiden. Na, es ist also echt noch verpackt hier hochziehen. Ah, wenn ich auf Schließen gehe. Okay. Heiße Quellen. Blumenbad. Ja, das klingt gut. Gehen wir mit Suki ein bisschen romantisch in die Therme. Na, diese kleinen Schlingel. Da werde ich ja ganz rot. Was für ein toller Tag. Ich hätte mir keine schönere Zeit wünschen können.
Deine Verbindung zu Suki wird stärker. ja. Jetzt bin ich hier oben. Olli, olli. Ja. Was soll ich jetzt dazu groß sagen? Es war so... Ich weiß nicht, bei mir kam nicht so hundertprozentig die Romantik auf. Vielleicht könnt ihr verstehen, was ich meine. Das war so, ja, okay. Du hast jetzt was mit ihr gemacht, aber die Romantik fehlte noch so ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch zum Erhalt der Note 2. Wir haben der Sammlung der Bibliothek ein paar neue Bücher hinzugefügt. Kugelfischkorb, der Schleimkrieg 1, der Schleimkrieg 1, Strophe 2. Komm gerne jederzeit in der Bibliothek vorbei. Mache ich, wenn ich Zeit habe. Problem, du hast die Zeit. Ja, ich weiß. So, Tierzucht habe ich vor. Okay. Batterien 3 Stück nehme ich immer gerne mit. So. Das ist schon mal weg. Das kann ich eh nicht gebrauchen. Und der da kann auch weg. So, dann heißt das rein theoretisch eigentlich wieder nur... Oh, Stadtbewertung Gang B finde ich gut. 600 Leistung. Ich habe 810 Leistungspunkte. Stimmt, in der Tierzucht kann ich noch einen Punkt vergeben. Das heißt, es fehlt mir noch Angeln ganz weit oben und Nahrungssuche und Kampf. Weil ich halt nicht weiß, wie ich den Kampf wirklich hochkriegen soll, aber okay, lassen wir es einfach mal außen vor. Bergbau habe ich schon alles oben, ne? Ja, war klar. Ja, Suki ist voll. Da muss ich einfach nur eine Nacht schlafen. Und das kann ich jetzt halt herstellen, eine Klebefalle. Dann würde ich sagen, gehe ich aber in den Osmium-Bereich, wenn ich schon was hier in der Richtung mache, dass ich dann auch da gegebenenfalls wieder nachrüsten kann. Gehen wir auf Stufe 25. Wo ist mein Schwert? Wieso ist mein Schwert da? Ja. Schwert dahin. Das brauche ich jetzt zurzeit weniger. Ich habe auch immer jeden Müll mit, ne? Hat man mir ja schon gesagt, Proplay. Einige Sachen brauchst du nicht mehr. Zum Beispiel die Gießkanne. Bräuchte ich nicht mehr. Ich suche eigentlich Geoden, Leute, aber ist in Ordnung. Gib mir ruhig Fossilbrocken. So. So. Oder Maulwurf. Ja. Geoden wären echt super nice. Aber anscheinend sind Geoden hier nicht so gefragt. Die Ecke nehmen wir jetzt auch nochmal. Das übersieht man ja richtig krass. Ich
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man es so stark übersieht. Ja, nee, ist klar. Kommt, seid ehrlich, das war unfair. So. Hier dann wieder rüber, hier hin. Eine Feuergeode. Wow. Mit den Feuergeoden werde ich reich. Nee, nicht die Mine verlassen, nicht viel weiter runter. Ich habe noch massig Zeit. Hier könnte sich das glatt lohnen. Ach, jetzt ernsthaft? So. Okay, der Vorteil ist halt natürlich, wenn man mit den Spitzhacke das macht, dass man da doppeltes Erz bekommt. Oder besonderes Erz oder sonst was. Was man bei Dynamit natürlich nicht bekommt. Dynamit kann man halt auch nicht aufwerten, ne? Ja, per Hand ist sozusagen dann effektiver, was zu finden. Aber auch nur, wenn es halt dann heißt, hey, besonderes Erz gefunden oder so. Oder halt einfach, man hat so mal Glück. Ja, seltene Steine zum Beispiel. Sowas ist dann etwas, was dann hilfreich sein kann, aber halt auch natürlich entsprechend, ja. In dem Augenblick ist Silber, ist Gold, Bronze, Osmium. Ist halt dann in dem Augenblick eine Art Glücksspiel. Ja, es ist ja kein Glücksspiel, nur weil es im Spiel ist. Es ist einfach nur Glück. Ob das Spiel gnädig mit mir ist, sozusagen. Ja, so dauert es jetzt halt länger, aber ich habe eher die Chance halt, eine Feuergeode zu finden. Natürlich finde ich schon den Ausgang. Haben sie das vielleicht auch vereinfacht? Doppeltes Erz nehme ich auch immer gerne, gerade wenn es hier im Osmium-Bereich ist. Weil, wie ihr ja seht, ja. Braucht man halt für das Dynamit entsprechend Osmium. Das ist wieder eine Feuergeode. So. Wieso habe ich eigentlich gar keine Markierung mehr? Fällt mir gerade auf. Ich meine, schlussendlich, ja, ist gut, um ein Thumbnail oder so zu machen, aber warum? Wie habe ich das deaktiviert? Gibt es ein Tastenkürzel? Nein, 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 nein.
Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht. Ja, jetzt muss ich langsam auch mal zum Ende kommen. Oh, eine mysteriöse Diode. Oh, jetzt habe ich den dahinter geballert. War klar. So, dann gehen wir schnell wieder zurück, weil es wird spät. Ja. Wie ich im letzten Part gesagt habe, schreibt mir einfach in die Kommentare, was wollt ihr? Schnell durchrushen, Pro-Play, Hauptsache wir sehen was. Oder sagt ihr, ja, wir wollen die gesamte Story sehen. Würde mich echt brennend interessieren, was eure Meinung dazu ist. Truhe voll. Womit? Steine. Okay. Mit Steinen. Ich habe wie viel Geoden? Nein. So. Ich habe 5 Geoden. Das könnten wieder 5 Erze, 5 Kristalle sein. Ja, steintechnisch kommen. Was soll's? Habe ich. Hab ich genügend. Was kann ich noch ein bisschen Mayonnaise verkaufen? Achtmal. Also so ist es jetzt nicht, ne? So, dann gehe ich mal ins Bett, sage danke, bis zum nächsten Mal. Hier geht's auch gut, ne? Bis zum nächsten Mal und ich bin Ortro. Haut rein. Tschüss.